Deine Schwert sieht gut aus. Davon will ich den Skin haben. Nein. So, weiter geht's. Der Kollege hat Panik bekommen und ist weggerannt, weil er gemerkt hat, die Respawn-Punkte funktionieren nicht mehr. Ja, wir haben seinen Finger. Geil. Ich habe da einen kleinen Finger. Schwertstab. Warte. Was für ein Vieh? Schwertstab. Okay, ja, das ist halt ein Schwert, das sehr lang ist. Warum schicken die eigentlich immer nur so einen Ghoul auf? Ich habe keine Ahnung. Den sind die Minions ausgegangen. Jetzt kommen wir, wo auch immer du bist. Er ruft jetzt bestimmt Lilith um Hilfe. Na. Die gibt ihm den ihren kleinen Finger. Okay. Wo ist Elias? Ich habe ihn in den Tunneln verloren, aber der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim, wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Wo ist er? Am Ende dieser hat er noch alle seine Finger? Hier entlang. Haben wir nicht gerade nur eine Ruine? Ja, irgendwie jetzt sind wir im Sumpf. Riesenschwert. Wo ist er denn? Taisa. Ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lorat. Oh, Elias. Aber er ist schon tot? Ist das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann. Denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Lorat. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Vogel. Alles klar, also wir kämpfen gegen den Typen, die tun uns. Die tun so einen Killer klauen, ne? Ja, ist ein verdammt großer Rabe, Alter. Ja. Oh, der nimmt nur das beste Stück mit. Die Schuld ist beglichen. Das besteht zum größten Teil aus Knochen und Schädel, aber okay. So. Wie deine ganzen Skelette in Reihe und Glied hier stehen, ne? Ja, die sind perfekt trainiert dann, im Gegensatz zu dir. Formation F. Formation Schildkröte. Ja. Was passiert jetzt? Formation Z. Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum. Ach so. Und euer Seelenstein. Dafür brauchten wir den Kopf. Hier. Senkt ihr mit den anderen Leuten da ab? Ja. Bitte. Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen. Ich kenne die Schwere eurer Gründe.
Aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Schon wieder nimmt hier niemand Lilith ernst. Für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donald. Ach, er schafft das schon. Kein Ding. Sie hat meinen Namen genannt. Lorat wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen, seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Ah, geht er allein auf Lilith los jetzt? Wir müssen ihn retten, bevor er irgendwie losziehen, irgendwo wieder aufwacht. Allein gegenüber zu treten. Ja, ich gerade gesagt. Daniel hofft, die Story vorher zu sagen. Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Lorat könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis? Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Haltet ihn auf! Kopf von denen an dem scheiß Baum. Wo sind die denn jetzt hin verschwunden? Die sind hier reingelaufen. Ja, die sind eins mit der Natur jetzt. Was sind denn diese Lorbeerenkränze, die eine Skelette über den Kopf noch? Diese Frage haben wir schon zigmal gestellt. Ja. Da siehst du mal wieder, wo du deine Gedanken hast. Ich weiß nicht, was das heißt. Die Legionäre. Nein, jetzt kommt der mich schon wieder mit seinen Dingen. Wer ist er denn? Irgend so ein komischer Typ im Ladebildschirm. Also auf so einem Thron oder so? Nee, irgendwie so ein Monster-Typ, der hat geschrien, irgendwie, keine Ahnung. So, ich bin beim Flüstern im Baum. Mein Gott, ist meine Lanze lang. Das kann ich hier nicht tun. Okay, irgendwie steht hier Dienste. Das wären ja Läden, aber irgendwie ist ja doch nichts. Nicht solange ich in der Stadt bin. Und schnell hinter einem Lohr fährt, bevor er sich da aufhängt. Und wenn ich auch irgendwas von dem Baum verlangt, müssen wir jetzt auch dranhängen. Ach, mir einen anderen Kopf gegeben. Er hat seinen Kopf noch. Was habt ihr getan? Lilith ist uns schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. Den Preis wert? Ihr schuldet dem Baum euren Kopf. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit den anderen gehängt. Na und? Brauche ich etwa eure Erlaubnis? Es ist geschehen. Vergesst es. Während wir hier im Schlamm stehen, ist Lilith auf dem Weg, Mephistos Macht zu absorbieren. Sie hat ein Tor zur Hölle gefunden und nähert sich mit dem Schlüssel. Wo ist das Tor, Bruder? Unter Caldeum. Es wird doch sicher jemand Widerstand leisten. Nein. Die Narren haben sie willkommen geheißen. Es liegt an uns, sie aufzuhalten und in den Seelenstein zu sperren. Das ist alles, was zählt. Und wenn Lilith bereits durch das Tor gegangen ist? Wir folgen ihr in die Hölle. Ich werde uns mit allen Mitteln dorthin bringen. Wir? Allein? Das ist Wahnsinn. Ach, das schaffen wir auch zu zweit. Warum bringt ihr mich in die Hölle? Pflicht. Wir treffen uns zur Vorbereitung. Und dann die Hände zum Himmel. Bietet, dass wir nicht zu spät sind. Oh, Elias Kopf. Okay. Eigenartig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Immerhin ein verdammtes Rätsel weniger, um das man sich kümmern muss.
lag ich falsch. Ich habe getan, was ich tun musste. Wir suchten Antworten und fanden sie. Lilith plante, die Tore der Hölle zu stürmen. Astaroth, Radma und der Schlüssel, alles hatte zu diesem Punkt geführt. Warum stehst du aber mir in der Cutscene? Doch wir wussten nicht, dass Inarius und die Kathedrale einen Feldzug gegen Lilith begonnen hatten, als wir noch im Sumpf umherirrten. Ich bin hier der Star. Ihre Schuld würde die Welt verwüsten und der, der siegreich hervorgeht, würde ihren Überresten keine Gnade zeigen. Wir hofften, Lilith vor Inarius zu erreichen, doch wir konnten nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde. Wir können das vorhersehen. Will er hier irgendwas foreshadowen? Der ist ja nur so ein scheiß Knochen, bitte. Was machst du da? Ich hab das Flüstern der Krone, die ist scheiß. So. Ringe und Amulette. Nein, das will ich nicht. Hier kannst du Kodexe, ach nicht Kodexe. Aspekte extrahieren und bla bla bla. Ja, warte. Okkultist. Siegel herstellen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Siegel wieder vereinen. Gegenstand verzaubern. Okay, das ist neu. Das mit dem Siegel. Ah, das ist für die Albtraum-Siegel. Wenn ihr was erledigt haben wollt, sollten wir anfangen. Die kriegt man, wenn man halt Albtraum-Dungeons macht. Na, guck mal. Wenn ihr hier bei Aspekt einprägen gehst. Ja, ja. Dann auf. Da kannst du einmal Aspekt vom Inventar oder hier auf der linken Seite Grenze gehen. Da kannst du irgendwie so ein Ding, ja, was wir freigeschaltet haben, von den Dungeons einfügen. Das sieht aber cool. Meinst du Kodex der Macht? Ja. Ja, das ist nicht dasselbe wie ein Aspekt, glaube ich, oder? Na, ist auch nicht das gleiche. Weiß also, nicht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas von Totenbeschwörern haben. Ja, ja, haben wir schon, aber ob das. Ich weiß nicht, ob das alles Barbaren-Sachen sind. Aber da kannst du die irgendwie hinzufügen, ohne irgendwie einen Aspekt dafür zu haben, nehme ich mal an. Ah, okay. Also glaube ich jedenfalls. Das ist ganz interessant. Also wenn man die Dungeons dann gemacht hat, dann schaltet man das frei. Okay. Und dann kannst du halt irgendwie so, ja, so habe ich mir halt auch schon gedacht irgendwie. Jetzt würde ich irgendwie, würde es ja keinen Sinn machen, irgendwie ja die Dungeons zu machen irgendwie. Ja, aber das mit dem Siegel ist neu irgendwie, das gab gelesen. Die Schmiede wird von so einem Geist hier gerannt. So, jetzt kann ich dieses Schwert hier auseinandernehmen. Kann ich den Skin davon. Eitles Kristallgroßschwert. Oh. Die Schmiede ist immer heiß. Ja, ich bin auch immer heiß. Manchmal ist ja kein Shop. Nein, ist kein normaler Shop. Dann verkaufe ich hier meine Sachen. Segen und Dank sei euch. Nee, das an. Bald. Sehr gut. Vielen Dank. Was hat man ausprobiert? Nee, aber ich habe mir gerade aus dem Ding, das ich gefunden habe, den Aspekt rausgeholt. Exzellentes Geschäft. Gott, Schwert. Obsidian-Klinge der grenzenlosen Wut. Exzellentes Geschäft. Die ganzen legendären Sachen noch einlagern im Moment. Was eigentlich, wenn du legendäre Sachen verpasst, landen die auch in deiner Truhe? Wenn ich was mit dem mache?
Wenn du die verpasst, also wenn du die nicht einsammelst. Weil ich nicht einsammel? Ja, wenn du einen legendären Gegenstand findest und du den nicht einsammelst, dann landet der in deiner Truhe. Ja. Ja, ich habe da schon welche drin gefunden, die ich gar nicht eingesammelt habe. Okay. Gegenstände. Okay. Da stand dann drüber verpasste Gegenstände. Okay, da wusste ich nicht. Ja, das ist aber nur bei legendären, glaube ich. So. So, du, tun wir das jetzt mal rein. Ich will ja gerade was einprägen. Ich habe mal einen Thronplatz hier gekauft. So, wir müssen mal hin. Ich gehe schon mal gucken, wo wir hin müssen. Habe ich jetzt alles leer? Ja. Ups. Wir müssen storymäßig dahin. Die Machenschaften von Keiji's Daten. Ah, Baby. Ja. Yeah. Jetzt mache ich noch mehr Schaden, Daniel. Ja, gut. Ich habe jetzt hier, wenn ich stillstehe, mache ich mehr Schaden. Wo ist denn nochmal Kyoa statt? Ich will mal kurz mein Skin ausrüsten. Mein Schwert. Hast du jetzt eins von diesen Sammlungsaspekte benutzt oder was? Was extrahiert aus einem Gegenstand, den ich gefunden habe. So, wir haben mein Schwertskin, ich den finde. Boah, die Steuerung hier in der Truhe. Ach, da war ein Großschwert. Nein, ich habe doch keins ausgerüstet gerade. Sind das die ich ausgerüstet habe? Ich will meine Heugabel haben. Moment, der hat geändert. Ich verstehe nicht. Das hat er auch nicht. Das ist auch nicht schlecht. Ich brauche noch bessere Schwertskins, ey. Und das Ding. So, boah. Mach das jetzt, glaube ich, mal mit dem. Ja, kann ich mal gucken, ey, wie er funktioniert. Mal sehen, wo ich das reinpacken kann. Okay, ich glaube, die haben das geändert durch das Update dann. Ich hatte ja vorhin, falls du dich noch erinnerst, wenn du irgendwas eingeprägt hast, einmal kann. Kannst du das jetzt immer wieder? Ja, das geht anscheinend jetzt. Also ich hatte das letzte Woche, ging das noch nicht, als ich gespielt habe. Scheint sie geändert zu haben. So. Blut und Schweiß bringt du ja die Puppe. Ich mal da ein. Ich glaube, die haben die Ladebildschirme ein bisschen geändert. Ja, das sind die, sind haben sich geändert, genau. Ich sehe irgendwie viel mehr Orte und so. So, ich warte hier bei Alsuda. Oh. Alter, jetzt bin ich OP, Daniel. Ja. Spul 5 Minuten vor, wenn der Weg ist tot ist. Ich mache jetzt richtig Damage. Und zwar nicht nur den Emotional Damage. Emotional Damage.
Sachen abgemacht. Ja, ich habe nur meine paar Sachen auseinandergenommen, um Skins freizuschalten und ja, Skins umgerüstet. Ich habe leider kein dickes Schwert. Und da kann ich diesen Skin nicht benutzen. Aber ich habe ja meine Heugabel. No, und er hier will eine Puppe. Seid ihr Tuja? Hat euch mein Vater geschickt? Er hat nicht auf meinen letzten Brief geantwortet. Und ich mache mir Sorgen. Das ist für euch. Meine Puppe. Ja, yeah, nehmt das. Wir haben uns gestritten, kurz bevor ich gegangen bin. Der geht gar nicht auf das Gespräch von der einen. Der gibt einfach nur hier die Puppe. Aber das war der Bergbau in diesem. Habt ihr meinen Vater gesehen? Hier die Puppe. Ich wollte nach Hause kommen. Cool, hier. Jetzt gib mir Geld. Ich will Geld, ich will Fame. Ich muss beliebter sein als Daniel. Danke, dass ihr mir das wiedergebracht habt. Ja. I'm proud of you, Blood. Da. Na, warte mal noch. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Nur so viele Quests. Und so wenig Zeit. Ja. Kehrt zu Timui zurück. Timui, Timui. Das ist nochmal die Hauptquest. Na, meine Skelette rasten aus, ich auch. Hm? Boah, da ist das. Wir sind so viele Quests in der Nähe. Können wir da auch machen. Wo ist der Daniel hin? Bin weg. Posen. Ich bin weg. Das sieht aus, als würdest du deinen Schädel in der Hand irgendwie sowas zeigen. So, hey, komm mal da. Ah. Schau dir das mal an. Was sagst du, Schädel? Ja, der Daniel, der stinkt, ja. Was soll ich als nächstes machen, Schädel? Meine übernatürlichen und mystischen Kräfte sagen mir, mach weiter. Meine geistig-moralischen Mechanismen. Flex. Mysteriös. Ich weiß gar nicht, was da heißt. Geistig-moralische. Was soll denn das heißen? Moral hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. Deswegen sind sie komplex. Ganz toll. Gegner voraus, pass auf, Daniel, sie kommen direkt auf dich zu. Nein, ich komme direkt auf sie zu. Die sehen immer noch aus wie Robin Hood, wenn an die Frickklamotten ganz gesaugt sind. Gebetsamulett. Schlangengift. Schlangengift. Was, wieso Schlange? Gebetsamulett der Sankarum. Einfach alles Blaues einsammeln. Huiatsch. Finde die Blutpilzwirtin. Falsche Quest. Ja, da sind wir mal wieder dieselben Sachen. Ja. Müssen 10 von den Dingern sammeln. Achso, okay. Ja, ich habe die Quest nicht an. Was ist denn hier drin? Ach, der ist das, das mit dem Opferboni schon wieder. Ich habe im Moment genug. Wir können auch was für dich gucken. Ja, ich finde ja nichts. Ich finde nur für Totenbeschwörer. Was geht denn hier schon wieder ab? Stören wir gerade? Los, rein da! Warte, was ist das? Schatzgoblin. Boah. Von jemand anderem schnappt sich den.
Oh, eine Zweihandsense. Beinschuhe. Legendär. Der sei besser. Nein. Der war maximal, wo der Job wäre, vielleicht drei Schuhe. Was habe ich denn da? Ich bekomme auch noch legendär Klamotten von den Sachen, die ich schon legendär habe. Der Aspekt ist scheiße, was soll ich damit? Nein, Elite Gegner Chance, wo hatte dir eine Barriere. Ich hab doch was. Ich hab was gegen mit Barrieren, Leute. Hat der eine schon wieder respawned? Könnt ruhig mal wieder so ein paar Dinger hinterlassen. Gebetsamulette. Frosch! Ja, da kommt schon Robin Hood Verschnitte hier töten, damit die das fallen lassen. Hallo. Ah ja, kann sein. Ich hab zwei gefunden. Du meinte Güte, ja, hier sind zwei weitere. Na, dann sehen. Unten sehe ich auf einen Haufen, einen Haufen auf der Karte. Boah. Ich habe noch einen anderen Haufen getriggert. Ja. Da, guck mal, wie viele blaue Dinger. I'm proud of you, Blood! Eins, zwei, drei, ich glaube, ich habe alle. Ich habe ja kein blauen Ding mehr. Ich, mal gucken. Hoffnungsloses Unterfangen heißt die Quest. Ja, ich muss zu dem Putzi zurück. Aber hier sind noch mehr Sachen zum Erledigen. Nekrotische Forschung. Schlangengift sammeln. Okay, haben wir schon. Ich habe schon 3 von 5. Ja. Coole Leute schauen nicht auf Explosion. Jemand müssen wir kämpfen. Ah, eine Menge Gegner. Die Schlangenputzis lassen das da auffallen oder sowas. Na, wenn man da Schlangen gibt. Legendäre Handschuhe. Ja. Nochmal. Ja, ist zwar für Untoten, aber bringt mir nichts. Die Fähigkeit benutze ich nicht, die das zerstört. Oh, hier sind Schlangenviecher. Hab ich einen Mick? Komm ich da gerade weggestoßen? So. Nekrotisches Fleisch, soll man auch noch sammeln. Danke! Hallo, Treffer sind kritische Treffer. Hoah. Schlangengift. 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 Ich hab 5. Schatzkoblenz. Ich hab 2 Stück. Der hat legendäre Sachen, Daniel. Ich hab ihn euch, meine Brüder. Schlangengift. Noch mehr Schlangengift. Aber also, ich hab nicht alle. Oh, das ist irgendwas legendäres. Mein. Prost, Schatz. Mein Gott, wie viel Schlangengift brauche ich denn noch, Alter? Ich habe jetzt hier gerade 6 Stück eingesammelt oder so. Okay, ist das besser als meins? Nein! Aber das legendär gewährt. Weit Unaufhaltsamkeit und Schadensreduktion, nur Baba. Ja, nehme ich. Warte, ich muss mal vergleichen. Also eigentlich ist nur die Rüstung immer weniger. Die Effekte scheinen immer irgendwie stärker zu sein und die Aspekte. Ja, sag ich doch. Ja, nehmen wir das. Warte mal, wie heißt denn die Scheißquest mit dem blöden Schlangengift hier? Nekrotische Forschung. Ich brauche jetzt noch nekrotisches Fleisch. Ja, ich auch. Aber das glaube ich. Wieso steht denn da nur 5 Schlangengift? Ich habe mindestens 10 Schlangengift eingesammelt, was?
Dieser Aspekt ist perfekt für mich. Oh, ein Paragon-Punkt. Ich muss einfach nur stehen bleiben und schießen, Bock, verpisst euch von mir. Du machst mehr Schaden oder nimmst weniger Schaden? Ich mach mehr Schaden, wenn ich stehen bleibe. Also das ist derselbe, den du hattest irgendwie. Mhm. Ich mach mehr Schaden, wenn ich stehen bleibe. Also wenn ich mich einfach gar nicht... Dann mach ich sowieso die ganze Zeit. Ich stehe nur und schieße. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine Fähigkeit nach einem Basisangriff, macht meine Kernfähigkeit mehr Schaden. Ja, davon hab ich auch welche. Der Grotsche Fleisch! Grotsche Fleisch! Aua, nicht hauen! Ich komme mir vor wie damals, dass der Daniel erkannt hat, wie man bei Elder Scrolls Online stärker wird, indem man Waffensets ausrüstet. Ich meine, danach waren wir auch in der Lage gegen kämpfen. Ja, ja. Wir haben dann endlich Aragorn besiegt, Aragorn die besiegt die Spinnen. Ja. Der Daniel glaubt wahrscheinlich, die hieß wirklich so, aber Na genau, da habe ich unsere Gegenstände geschmiedet, ey. Ja. Hast du die nicht einfach gekauft? Ja, ich habe die geschmiedet. Ich glaube, du hast die gekauft. Ich habe, was ihr wolltet. Gut. Ja. Gebt mir nur einen Moment. Dann brauche ich euch wieder. Wer willst du noch von uns, ey? Oh ja, jetzt habe ich einen Fertigkeitspunkt bekommen. Das hat ganz schön lange gedauert, Daniel. So, gucken, wo ich ihn reinpacke. Ich habe keine Ahnung, wo ich aufgehört habe. Das müsste der letzte Fertigkeitspunkt sein, den wir da kriegen. Ich meine, durch Ansehen oder so. Nimm mal das. Oder? Was glaubst du? Weiß ich nicht. Das müsste der letzte sein. Ich meine, den wir da so auf die Art und Weise. Nee, zwei kriegen wir noch. Durch Regionsfortschritt hier. In Cages. Das sind die auch die letzten zwei. Danach gibt es keine mehr. Na. No. Dann. Warum nicht? Was kommt als nächstes? Ja, muss ja mal Schluss sein. Um sicher zu gehen, sollten wir ihn an Kultisten und Nicht-Kultisten testen. In diesem Gebiet gibt es. Ja, sonst wird das Spiel nämlich ein bisschen zu einfach. Gebt ihn in ihr Essen und beobachtet, was geschieht. Wiederholt das Experiment dann mit den Kultisten im Süden. Kehrt mit den Ergebnissen zu mir zurück. Sollst du mal Kultisten füttern? Hm. Wo sind das schon wieder? Am Ende der Welt. Hm. Ist aber nirgendwo in der Nähe. So eine Quest können wir ja nur abgeben, glaube ich. Wo ist denn der biologische Unterschied zwischen Kultisten und Nicht-Kultisten? Achso, hier ist irgendwas. Schon wieder irgendwas mitnehmen. Hier. Ja. Boah. Ja, jetzt ist das hier in der Nähe. Oh, endlich mal was zu trinken. Was müssen wir hier machen? Findet das Banditenlager. Wir müssen Essen vergiften. Ja, voll. Tut mir gern Essen hier vergiften, ehrlich. Ich habe den Topf da reingepackt. Jetzt habe ich eine doppelte Dosis da reingepackt. Verbergen.
Ich bin voll verbergen. Ich habe mich jetzt nur dahin gehockt, die. Ich sehe mich, ich kann mich sehen. Lösen Sie sich jetzt auf. Oder so. Cool. Ich glaube, der Plan funktioniert. Ja, das ist schon wieder voll weit entfernt. Mann. Was ist denn das hier? Was für Jäger? Ein Aspekt. Ja, dann gehen wir mal da oben hin und geben die Quest ab. Einfach hin und her. Oh, warte. Da. Aha. Ja, ich bin... Yeah, baby. Ich muss warten. Alter, der Elite-Gegner ist gestorben wie so eine Fliege. Der schlägt auf die Leiche da ein. Gehen wir ja richtig. Ja, wird irgendwie zur Seite geschoben, wenn man durch die durchsprintet. Ja. Ja, irgendwie schon. Irgendwie merke ich davon nichts. Oh ja, doch. Hat jetzt schon wieder. Ja, dann ist er erst da. Jetzt ist er da hinten. Die dunkle Schlacke. So. Banditen haben sie entführt. Ich habe gesehen, wie. Die Leute halten uns für Monster. Es gibt Männer auf dieser Welt, die einen sterbenden Jungen nehmen würden, ihm die kranken Stellen abhacken und sie wie Kräuter an Alchemisten verkaufen würden. Aber ihr habt den Sumpf mit ihrem Blut getränkt. Ja. Nun geht. Hier, du gehst schon wieder an der Quest. Mit unserer. Oh, so kurz vor dem Paragon-Punkt. So, wir haben immer noch 13 Quests, Mann. Boah. Schlechte Schuhe. Oh, was haben wir hier noch alles? Gehen wir hier hin. Nach Beirassas. Was soll ich denn mit einem Königsschlecht? Da sehe ich aus, als würde ich Könige bekämpfen. Oh. Nicht der Barbaren. Die Schmiede ist immer heiß. Ich bin auch immer heiß. Goldene Axt, die besser ist, als was ich jetzt habe? Nein, danke. Ist besser dann, ne? Wie gesagt, du kannst deine Sachen aufwerten, falls die nicht gut genug sind. Werden die dann zu legendären? Nein, aber du kannst die bis zu 4-mal aufrüsten. Ja, bringt ja nichts. Wenn ich stattdessen legendäre Sachen haben kann. Und das Becken und all das coole Zeug. So, bist du der mit dem Schlangengift oder was wir auch immer davor gesammelt haben? Ne, die Amulette. Ich werde diese Amulette nach Zabinzet bringen. Wenn sie nur als letzte gefallen wären. Hier ist die Bezahlung für eure Dienste. Ich weiß, Söldner arbeiten nicht umsonst.
Da hast du recht. Oh, Paragon Punkt. Mehr Stärke bitte. Ach, darum sieht man auch die Werte, die man hat, sehe ich gerade. War auch schon vorher so. Was denn? Wenn man bei Paragon geht, da sieht man so vier Nummern so. Ich habe bei mir 218. Ja, das war vorher schon. Ja, ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Ja. So, ich glaube, hier müssen wir in den Dungeon rein für eine Quest. Leider kriegen wir da nur einen Jäger-Aspekt. Ob wir bis zur letzten Schwierigkeit kommen? Wann, heute? Nein. Generell in dem Spiel. Ich meine, zur letzten Weltstufe, wenn ihr so willst. Ja, was ist damit, wenn wir die erreichen? Ja. Warum sollten wir die nicht erreichen? Wir müssen nur die Story durchspielen, oder? So, gute Frage, ne? Ich meine, man tut die beiden freischalten, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich auch nicht. Also die nächste ist Albtraum und die schaltet man durch, Story, nehme ich mal an, durch. Naja, wenn wir die Story durch haben. Wir sind jetzt in Akt 6. Ich weiß nicht, wie viele Akte es hier gibt. Aber... Der Gegner? Der ist direkt neben der Stadt. Hat mich aber irgendwie gewundert, ey. Ich habe mich jetzt gefragt, mit der Sache da mit... Ja, nicht Evox, mit den Javas drauf. Ich habe mich gewundert, warst du da schon oder warst du da noch nicht, ey? Nee. In dem Java. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich da schon früh war, als Bobo war, ey. Nicht so spät wie du schon bist. Ja, ich war da in dem Dorf schon viel früher, ey. Ja, ich glaube, da kann man hin, sobald man hier diesen Luftdash hier hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich brauchte. Ja. Um voranzukommen irgendwie. Irgendwie war irgendwie so ein Ventilator, ich müsste ja irgendwie so durchdüsen. Jetzt musst du nur noch die ganzen Samen finden da. Die waren alle bei mir voll verbuggt irgendwie, die Gesichter von denen. Ja. Muss man in dem Part sehen, ey. Die sind alle bei mir voll verbuggt, ey. Die Gesichter sind irgendwie außerhalb von ihren Umhängen hier oder Kutten. Ja, das ist Kobo. Bei diesen einen hier, diesen der Kopf, der jagt voll nervig hier. Da, was ist denn los? Ich bin noch nicht bereit. Guck mal, meine Kollegen an. Mir stelle ich mal vor, meine Urahnen sind also so Surfer Bros, ey. Ja, der hat sich direkt teleportiert. Alles klar, Bro, wir helfen dir. War es dein Schild gerade? Ist er nachdem wir getroffen wurden oder ist er direkt davor aufgetaucht? Weiß ich nicht, wieso, was ist passiert? Weil er explodiert ist. Ist dann Schild genau davor irgendwie aufgetan oder was? Von dem eingesammelt. Hast du das Buch von dem? Buch? Der hat ein Tagebuch. Boah, ich sehe das. Halt. Ich sehe das nicht, weil die immer irgendwie lila sind oder so. Ja. Ich denke mal, das sind Ausrüstungsklamotten oder so. Ja, ich habe einfach nur gelesen, okay, das hört sich. Wir haben die Ehre, sich mit unseren Herren zu paaren. Der männliche Nachwuchs sollte uns die nötige Macht verleihen, das Lager von diesen Ketzern zu erobern. Boah, ich würde da so gern durchdüsen. Sicherlich töten.
Ist ein Gefangener. Wir müssen mal Gefangene retten. Ey, yo, was geht? Aber so wie ich da verstehe, wenn man hier im Spiel irgendwie einige Sachen freischaltet, ne, dann gilt das für jeden Charakter, den man spielt, ne? Ja, ja, klar. Also wenn wir jetzt hier, glaube ich, so einen Aspekt freischalten, dann gilt das für jeden Charakter, den wir erstellen, auf diesen, wie nennt man das, Server? Ja. Instanz. Instanz, ja. Oder Konto. Ob das mit den Aspekten auch so ist, weiß ich nicht, aber mit den, ja. Mit einigen das, Sachen ist das. Ja, zum Beispiel auch mit den Pferden, die haben wir dann auch selbst mit dem neuen Kampf. Deswegen haben wahrscheinlich alle so frühen Level welche. Das kann gut sein, ja. Die haben einfach einen neuen Charakter gemacht. Boah, Daniel hat das Geheimnis gelüftet. Boah. Ich hab bestimmt mal irgendwann einen neuen Charakter mal erstellen. Einfach nur um so zu gucken. Hat ja irgendwie so, weil so 12 Plätze hat man, glaube ich. Ja. Aber nur zu gucken. So, was doch? Da sind die auf einmal. Ich habe so riesige Flügel auf einmal überall gesehen. Ich habe die alle zusammengezogen. Ich habe reingestappt. Ich bin noch nicht. Ich sehe nicht. Ah, ich bin schon wieder da. Ah, was ist er denn? Mann, geh weg, ich will den Typen befreien. Ich bin schon wieder gespawnt, ihr Herr hier. Boah. Ich hab dich schon wieder zusammengezogen. Ah, oh, ich hab den Dings aktiviert. Das war ein Ereignis. Also, deshalb sind die nochmal aufgetaucht. Ah, okay. Ich habe ein bisschen voraus. Ich habe dieses Ding hier gerade aktiviert. Oh, ein paar Gegner hier platt. Hier ist ein Tor oder so. Nicht bereit. Ich glaube, da wo ich bin, gehen muss man auch lang, glaube ich. Ja, eine Truhe, Daniel. Ah, ich habe meinen Bonus nicht mehr. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich bin mir schon vorgerannt, weil ich diesen Schrein da aktiviert hatte. Ja, genau den. In der anderen Richtung, da ist irgendeine eine Tür oder so. Was, wenn hier runter den Gegner, dann machst du Schaden. Also irgendwie so 10.000 Schaden oder so. Aha. Oh, jetzt die Quest, die wir machen müssen. Ich muss warten. Ich hau dich mit meinem Club, ich hau dich. Na, also mir frei, gut. So. In der anderen Richtung, da ist eine Tür. Ja, da müssen wir wahrscheinlich gleich hin, ne? Dieser Trank sollte euch stabilisieren. Martin, dann ist er am Leben. Oh, was war in diesem Trank? Arid. Meine Eingeweide brennen. Noch ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, der Pizza. Ich schaffe das. Ah. Guck mal hier hin. Nein. Ich wollte ja den einschubsen. Oh, eine prächtige Truhe. Legendäre Axt. Prächtige Truhe. Halt mal schon mal.
Nö, aber das ist nicht dasselbe wie, weiß ich nicht. Stille Truhe. Weil ich hab, da ist bei mir auch was rausgekommen, aber nichts Gutes, ganz ehrlich. So, wo die ja stillsteht, jetzt habe ich auch so einen Stillsteh-Effekt. Ja, den hattest du ja vorher schon, ne? Ja. Boah, ich bewege mich zu oft. Ich brauche das nicht. Kann ich mir vorstellen, du bist. Also. Oh, dann habe ich schon legendäre Einhandwaffen. Ja, mehr brauchst du nicht, ne? Ja. Ich muss warten. Also ich packe einen in meinen Mund. Ich habe so ein paar Clips von dieser Netflix One Piece Serie geschaut. Ist nicht schlecht eigentlich. Also hätte viel schlimmer sein können, also. Ja, das ist ein riesen Erfolg gewesen. Also. Ja. Ein paar Sachen haben sie natürlich geändert. Ja, klar. Zum Beispiel gab es bei der Exekutierung von Roger dabei. Ja, gab es irgendwie, der kommt schon relativ früh vor in der Serie. Ja. Wir haben einige Sachen geändert eben. Buggy habe ich auch gesehen, irgendwie. Der hat so ein bisschen mehr was so ein. Vom Joker irgendwie so. Ist eine verrückte Version. Ja. Ja. Er benimmt sich nicht so wie in der Anime oder im Manga. Er hat mehr so einen Joker-Vibe irgendwie. Der kommt wahrscheinlich besser an bei, weiß ich nicht, nicht asiatischen Zuschauern. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ist das der Westen oder sind wir der Westen? Wir sind der Westen. Okay, und was sind die Asiaten, die Japaner dann? In der Osten. Der Norden? Osten. Osten. Ich kann mir nicht merken, ey. Oh, hey, überhaupt nicht, was hier abgeht, ey. Was war denn das für ein Sport? Okay, jetzt mal ohne Quatsch, was habe ich da für eine Tür gesehen? Was? Ein großes. Vorhin, da, als ich in die andere. Ja, aber geöffnet nehme ich an. Siegel, ey. Drauf. Da war ein großes magisches Siegel drauf. Ja, und dann haben wir die Gefangenen alle befreit und dann ist das nämlich mal weggegangen, ey. Weil ja nicht, wir sind ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Gott, was ist hier los? Ich geh da rein, Josh. Ist ja auch, als würden die mal so Scheinwerfer auf uns richten. Ja. Oh Gott. Ich bin überrascht, dass irgendwie keiner von uns gestorben ist heute. Bis jetzt. Weil da heißt, ja, also keiner von uns da. Du stirbst doch sowieso. Ja, also viele. So viele goldene Sachen. Da! Warum explodiert denn alles, was ich anfasse? Weiter nach oben gegangen. So und noch anders angegangen. Und hier ist irgendwie ein Talisman des Auges. Ah, ja, die müssen wir kaputt machen. Oh, das. Boah, mach eine Kloppe. Das ist nicht mehr. Einzelkloppen. Oh, ein Dreizack. Was bist du jetzt? Ja.
Mann, sind wir stark. Ich bin noch nicht bereit. Boah. Komm her. Oh nein, meine Eismagier wurden eingefroren. Meine Ultimate mag sie dir. Und wir haben gar nicht zusammengezogen. Und ich habe reingestampft. Ach, den Dinger müssen wir kaputt machen. Ja, ja. Ja. Ja, dann schon, ne? Ist nur für Jäger leider. Also kann man nicht mit anfangen. Ah. So. Oh, legendäres. Legendäres Schwert. Ich brauche keine Schwerter. Entfernte Gegner werden mit einer Chance von. Was soll ich mit entfernte? Ich bin immer mittendrin. Auch nichts für entfernte Gegner. Na gut, also wäre fertig. Wie kommen wir zur Weltkarte da? Oh, das ist direkt am Eingang. Okay. Dann jetzt mal wieder durch die Tür raus. Gegner? Was hat er denn noch? Okay. Ich bin nur darauf zugegangen, da ist explodiert. Cool. Ich glaube, die einzige Klasse, die ich vielleicht noch anders, die ich mal ausprobieren würde. Ich würde Druiden ausprobieren. Ja, ich würde Zauber ausprobieren. Er kann sich in Bären und Werwölfe verwandeln. Hm. Wir planen gerade schon unser nächstes Abenteuer. Ja. Ich mache nur Spaß. Ja, gespannt, wie das Endgame so aussieht hier so nach der Story. Ja. Hm. Oder wie das aussieht, ja, wenn man irgendwie die Geschichte irgendwie skippen kann oder irgendwie sowas. Warum man das nur jetzt schon machen kann, ich würde das irgendwie erstmal möglich machen, nachdem man irgendwie die Story durchgespielt hat. Also die Option zu geben, ne? Ja. Das hat keinen Grund mehr, die Story zu spielen. Wenn du schon direkt skippen kannst, wenn du möchtest. Naja, stimmt. Ja, wenn du den zweiten Charakter hast, was willst du denn nachher mal die Story machen? Ja. Ja, aber die ist ja schon von Anfang an verfügbar, die Option. Deswegen. Ja. Ja, du musst ja nicht unbedingt die Story spielen, ne? Um das Spiel zu spielen, ne? Das ist wie wenn du irgendwie, weiß ich nicht, so Tekken oder Dead or Alive oder irgendwie so toll ist. Die Leute kaufen sich da, die spielen direkt den Online-Modus gegen andere Leute. Oh, jetzt sehe ich da jemanden auf dem Thron. Wer ist er denn? Ist er ein Boss von dieser Saison? Ich glaube ja. Ich habe euren verschollenen Freund gefunden. Er muss zu einem Heiler gebracht werden. Ich kann es nicht fassen. Ich bin immer noch verwirrt, was das für eine Tür war, die ich da gesehen habe. Ich eine Gruppe versammelt. Ich
hätte nie davonlaufen dürfen. Ich will nur weg von hier. Langsam. Ich bringe euch zum Heiler. Ich danke euch, Wanderer. Ihr seid tapferer als die meisten. Nennt mich gefälligst beim Namen. Nennt mich beim Namen. Ich mein's ernst. Ich mach schon wieder mein ganzes Inventar voll hier. Fleischer. Das ist schwer für den Darm. Ja, warum habe ich denn immer noch 3 Aspekte in Sammlung? Ich hatte schon vorher 3. Hey. Habe ich die gar nicht jetzt zur Auswahl? Oh, habe ich auch gar nicht. Nee, sind alles nur Barbaren-Aspekte, die ich hier in der Sammlung habe. Weil die vom Jäger werden mir ja gar nicht angezeigt. Kannst ja auch nicht in deine Sachen reinpacken, ne? Ja. Kannst auch trotzdem anzeigen da. Was haben wir denn noch? Wo ist denn die Hauptstory? Wo müssen wir denn da hin? An einem weit entfernten Nord, an einem... Ne, hier ist das. Und schon sagen, ist gar nicht so weit. Tazarak. Warte. What? Oh, ich habe meinen Controller eingelegt und was für die Schultertaste aktiviert. Das heißt Krieg. Ha, ich bin weg. Jetzt pose ich vor dir. Daniel hat die Waffen gegen uns erhoben. Er hat versucht, das Blut an meiner Skelette zu trinken.